Vor langer Zeit verbreitete sich die Nachricht um einen wunderbaren Lehrer in Jerusalem. Es war Jesus, der Sohn Gottes. Er half Menschen, die krank waren. Er ermutigte Menschen, die alleine waren. Er beantwortete ihre Fragen und berichtete ihnen von Gott. Jesus reiste von Ort zu Ort. Und wo immer er hinkam, wollten die Menschen hören, was er zu berichten hatte. Wisst ihr, die Engel der Kinder sind Gott im Himmel immer besonders nahe. Bitte, berühre mein Baby. Bete für mein Kind. Nein, geht fort. Einer von Jesus' Jüngern war verärgert. Seht ihr nicht, dass Jesus zu beschäftigt ist, um seine Zeit mit Kindern zu verschwenden? Wartet. Meines Vaters Königreich gründet sich auf Menschen, die vertrauen und lieben, wie die Kinder es tun. Für Gott ist jedes Kind ein ganz besonderer Schatz. Als mein Jünger müsstest du wissen, dass ich mich niemals von Kindern abwenden könnte. Es tut mir leid, Jesus. Hier. Bitte, komm zurück. Es war mein Fehler. Jesus wird eure Kinder segnen. Jesus war niemals zu beschäftigt, für wen auch immer, ob jung oder alt, krank oder gesund. Lehrer! Wenn du wirklich alle Antworten kennst, sag mir, wie kann ich in den Himmel kommen? Du hast Gottes Gesetze studiert. Was glaubst du selbst? Nun, es besagt, ich soll Gott von ganzem Herzen, Geist und mit aller Kraft lieben. Und ich soll meine Nächsten und alle Menschen so lieben wie mich selbst. Das ist richtig. Aber warte, ich verstehe alles bis auf den letzten Teil. Wer sind meine Nächsten und wie kann ich andere lieben? Was gibst du mir zur Antwort, Jesus? Die Geschichte eines jungen Mannes. Er verließ Jerusalem und machte sich auf den Weg nach Jericho. Der junge Mann achtete sorgsam auf sein Geld, wie sein Vater es ihm immer gesagt hatte. Und dann trat er die Reise an. Morgen. Guten Morgen. Auf seinem Weg grüßte der Mann andere Reisende, unter ihnen auch einen Priester aus dem Tempel. Habt eine gute Reise. Das wünsche ich dir auch. Als er seine Reise fortsetzte, traf er einen weiteren Reisenden, einen Leviten. Leviten halfen den Priestern im Tempel.
Danke, hab Dank, mein Freund. Und eine gute Reise. Danke, du auch. Mit der Zeit sah der Reisende immer weniger und weniger Menschen auf der Straße. Ich bin also nicht alleine. Was für ein schöner Vogel. So einen Vogel habe ich schon mal gesehen. Oh, Papa! Können wir die Vögel ansehen? Das tun wir doch immer, Sohn. Oh, Papa, liebst du die Vögel nicht auch so sehr? Lieb die Vögel! Liebe die Vögel! Nun komm, deine Mutter hat uns Mandeln fürs Abendessen kaufen geschickt. Sie leben von uns aus die Straße hinunter, nicht wahr? Ja, sie sind unsere Nachbarn. Es sind gute Leute. Oh, Papa, schau! Wer ist dieser Mann? Er? Er ist nicht aus Jerusalem. Er stammt aus Samaria. Das ist ein Samariter? Bleib hier, Junge. Samariter sind nicht wie unsere Nachbarn. Sie sind unsere Feinde und verdienen kein Vertrauen. Der Junge war gelehrt worden, alle Fremden zu fürchten. Denk immer daran. Hüte dich vor den Samaritern. Hüte dich vor den Samaritern. Der Reisende war völlig allein auf der Straße, als ein Fremder auftauchte. Er hatte Angst, denn sein Vater hatte ihn immer ermahnt, Menschen von fremden Orten nicht zu trauen. Aber der Fremde tat ihm nichts zuleide. Hallo, kleiner Freund. Hier ist etwas Süßes für dich. Oh, entschuldigt, ich habe euch nicht gesehen. Einen guten Tag, Fremder. Wie geht es dir? Hallo. Kommt ihr aus Jerusalem? Ach, das ist eine Erleichterung. Es ist gut, so weit von zu Hause Nachbarn zu begegnen. Au, du hast einen festen Händedruck, Freund. Ach, das war doch noch gar nichts. Schnappt ihn! Was macht ihr denn? Hört bitte auf! Nein! Halt! Bitte! Warum tut ihr das? Wir sind Nachbarn! Jetzt gib uns all dein Geld, Nachbar! Verschwinden wir von hier! Die Diebe nahmen das Geld und den Schmuck des Reisenden und beinahe auch sein Leben. Thank you.
Hilfe! Oh, kann mir jemand helfen? Aber niemand hörte seine Hilferufe. So versuchte er, zurück zur Straße zu kriechen. Der arme Reisende lag stundenlang im Graben. Da kommt jemand. So ein Glück. Es ist der Priester. Er hilft mir. Ich bin so müde. Der Reisende brauchte Hilfe, aber er war zu schwach zum Rufen. Was ist das? Oh, du meine Güte, jemand sollte dem armen Mann helfen. Der Priester ging auf der anderen Straßenseite an dem Reisenden vorbei. Oh, der Priester. Wo ist er hin? Bitte. Wie der Priester zuvor ritt der Levit auf der anderen Straßenseite weiter. Was soll ich tun? Was soll ich tun? Kann mir nicht irgendjemand helfen? Am späten Nachmittag war der arme Reisende sehr schwach geworden. Hallo, kleiner Freund. Ich fürchte, ich werde die Nacht nicht überstehen. Sag mir, Gott, wo sind meine Nächsten jetzt, da ich sie brauche? Bei Sonnenuntergang kam ein weiterer Reisender die Straße hinunter. Da kommt jemand. Oh nein! Ausgerechnet, wo ich so dringend Hilfe brauche, kommt ein Samariter des Weges. Vielleicht hat er mich nicht gesehen. Wer ist da? Oh.
du brauchst Hilfe. Ich bin gleich zurück. Er kommt nicht zurück. Das ist Medizin für deine Schnitte und Kratzer. Das sollte helfen. Ich verstehe das nicht. Ich werde dich für die Nacht an einen sicheren Ort bringen. Aber wieso? Du bist ein Samariter. Ah, dann hast du mein Volk bereits kennengelernt. Reisende, die vorbeigingen, trauten ihren Augen nicht. Ein Samariter half einem Israeliten. Sprich nicht. Spare deine Kraft für die bevorstehende Reise. Ich hoffe, es tut nicht allzu sehr weh. Der Samariter führte seinen Esel zu einem kleinen Gasthof. Hatte er einen Unfall? Geht es ihm gut? Nein, wir müssen ihn hineinbringen. Ja, sicher. Der Mann, er lebt. Ja, ich habe ihn auch gesehen. Aber wer ist da bei ihm? Hey, es ist ein Samariter. Aber kein Samariter würde einem Israeliten helfen. Oder doch? Nun ruh dich aus. Die ganze Nacht hindurch kümmerte sich der Samariter um den verletzten Mann. Er sieht schon viel besser aus. Ich muss meine Reise heute fortsetzen. Nimm dieses Geld und bezahle damit alles, was er braucht, bis ich wieder zurück bin. Wenn ich zurückkomme, bezahle ich dich für alle anderen Ausgaben. Ich kann dir gar nicht genug danken. Ich sehe dich in einigen Tagen. Ich fragte Gott, wo meine Nächsten waren, als ich sie brauchte. Er hat mir die Antwort gegeben. Und der Samariter tat, wie er versprochen hatte. Ein paar Tage später brachte er den Reisenden zurück nach Jerusalem. Who is my neighbor? You are my neighbor, I can clearly see. That a neighbor is a friend reaching out to me. Who's my neighbor? You are my neighbor. Now we both agree that a neighbor is a friend helping friends in need. Look for
standing by your side when the day is done. Who's my neighbor? You are my neighbor. Hand in hand we go. Hand in hand we go. Helping strangers we may meet along the winding instead of your eyes, the neighbor you find will be a big surprise. Look for a neighbor, he will be the one. Hand in hand we go, always standing by your side when the day is done. Look for a neighbor, he will be the one. Always standing by your side. Nun, sag mir, wer war des Reisenden Nächster? Der Priester? Der Levit? Oder der Samariter? Oh, das ist einfach. Derjenige, der für ihn gesorgt hat. So wie wir alle es tun sollen. Anderen Freundlichkeit zeigen. Liebe nicht nur deine Familie und deine Freunde. Liebe alle Menschen, besonders jene in Not. Lebe dein Leben wie der barmherzige Samariter. Das werde ich. Lass mich dir helfen, junger Nächster. Die Geschichte, die Jesus an diesem Tag erzählt hatte, verbreitete sich in die Welt. Und heute wird ein Mensch, der anderen in der Not hilft, barmherziger Samariter genannt. Die 12 Stämme Israels waren von Moses aus Ägypten geführt worden. Gott hatte ihnen ein Heimatland versprochen, ein Land namens Kanaan. Aber als sie dort eintrafen, fürchteten sich viele Israeliten vor den Armeen Kanaans. Sie vertrauten nicht darauf, dass Gott ihnen helfen würde, ihren Kampf zu gewinnen. Sie wollten zurück nach Ägypten gehen, wo sie Sklaven gewesen waren. Gott entschied, dass sie nicht in das gelobte Land einziehen durften, solange sie ihm nicht vertrauten. Und so ließ er sie 40 Jahre durch die Wüste wandern. Nach 40 Jahren führte Gott die Kinder der 12 Stämme Israels erneut ins gelobte Land. Aber anstatt dass es eine Zeit der Freude war, waren die Israeliten von Traurigkeit erfüllt. Ihr Anführer, Moses, war gestorben. Und sie hatten niemanden, der sie in ihre neue Heimat führen würde. Jungen, benehmt euch anständig. Ihr wisst, heute gedenken wir Moses. Josua, der Moses während der 40 Jahre geholfen hatte, erinnerte sich auf seine eigene, besondere Weise an den großen Anführer. Kommst du mich aufzuheitern, Turnip?
Was wird mit unserem Volk geschehen, nun da Moses fort ist? Wer wird uns ins gelobte Land führen? Warum nicht du, Josua? Turnip, du hast gesprochen. Ich bin es, Josua. Gott? Ich habe dich auserwählt, Josua, das Volk der Israeliten ins gelobte Land zu führen. Nein, ich kann nicht. Du hast Moses geholfen. Aber er war ein großer Führer. Ich bin nur ein gewöhnlicher Mann, ein einfacher Diener. Hab keine Angst. Es steckt Größe in jedem Mann, der Hoffnung in sich trägt, Josua. Gott? Wo ist das Land, das du uns versprochen hast? Schau westwärts. Was siehst du? Den Wüstensand und den Fluss Jordan. Und dahinter Gebirgsausläufer und grüne Wälder. Das gelobte Land. Führe dein Volk, Josua. Aber ich bin kein Führer. Ich habe Angst. Ja, du wirst vielen Gefahren gegenüberstehen, aber sei stark. Vergiss nicht, ich werde euch nie verlassen. Weil Josua Gott liebte und seine Gebote befolgte, beschützte Gott ihn. Gottes Gesetze, bekannt als die 10 Gebote, waren auf Steintafeln gemeißelt und befanden sich im Innern der heiligen Bundeslade. Die Strömung ist sehr stark. Die Überquerung wird schwierig. Ah, das ist närrisch. Josua zu folgen, als wäre er Moses. Kommst du, Aram? Kommt, wir wollen sehen, was geschieht. Wie wär's da drüben, Josua? Ich sehe nach, wie tief es ist. Glaubst du, du kommst hinüber, Kleiner? Komm schon, es ist nur ein bisschen Wasser. Ah! Wer seid ihr? Geht fort! Ich bin Josua, Führer der Israeliten. Gott hat uns dieses Land versprochen. Hat er das? Ich bin der König von Jericho und ihr kommt nicht herein. Wir werden von dem reißenden Fluss und dem stärksten Wall der Welt geschützt. Falls ihr diesen Fluss überqueren könnt, seid besser auf einen Kampf vorbereitet. Unser Gott schützt uns, wie er Moses, unseren Anführer, beschützt hat. Ich habe gehört, dass euer Gott das Rote Meer geteilt hat. Aber hier hat er keine Macht. Bleibt Jericho fern oder meine Armee wird euch vernichten. Was sollen wir tun, Josua? Vertrauen haben und den Fluss überqueren, wenn Gott es uns sagt. Ihr habt Josua gehört, also erzählen wir es den anderen. Ich mache mir Sorgen wegen dieses Königs von Jericho. Er ist wie das Wasser dieses Flusses. Gefährlich. Josua. Ja, Gott? Hab keine Angst vor dem König. Wenn ihr mir vertraut, werde ich euch schützen. Und Josua vertraute auf Gott. Er benannte 2 Männer, die sich nach Jericho einschleichen und ihm von des Königs Armee berichten sollten. Eins, 2, 3 Soldaten. Der dritte ist winzig. Ich zähle ihn nur als halben Soldaten. Aram, wir sind Spione. Das bedeutet, wir müssen leise sein. Leise, ja, richtig. Spion! Oh, König, ich bin nur ein harmloser reisender Kaufmann. Lügner! Du bist ein Fremder in Jericho. Das bedeutet, du bist ein Spion. Hey! Shh. Aber das kann er nicht machen!
Noch mehr Spione! Israelische Spione! Ach, verstehst du das unter leise sein? Fangt sie! Haltet die Spione! Fangt die Israeliten! Ja! Da hinten! Schneller! Da sind sie! Sie müssen hier irgendwo sein! Versucht es an der Straße! Gott, helfe uns! Was machen wir jetzt? Psst! Hierher, schnell! Mein Name ist Rahab. Ich helfe euch. Hier entlang. Hier drunter. Schnell! Öffne die Tür! Befehl des Königs! Aus dem Weg! Die israelischen Spione! Habt ihr sie gesehen? Sie waren hier, aber sie liefen auf die Stadttore zu. Wenn ihr euch beeilt, kriegt ihr sie vielleicht noch. Der König wird sehr ungehalten sein, wenn ihr sie entkommen lasst. Rahab sagte den Israeliten, dass sie aus ihren Verstecken kommen konnten. Was du getan hast, war sehr mutig. Warum hast du dein Leben für uns riskiert? Zwei Fremde! Jeder in Jericho weiß, dass die Israeliten in unser Land kommen. Wir haben gehört, dass euer Gott den hohen Himmel beherrscht und die Erde hier unten. Er ist so machtvoll. Er hat für Moses das Rote Meer geteilt. Nun haben unsere Männer Angst, euch zu bekämpfen. Geht, versteckt euch 3 Tage in den Bergen. Dann seid ihr sicher. Gott segne dich, Rahab. Du bist sehr freundlich. Wartet. Ich habe euch Freundlichkeit erwiesen. Wenn euer Volk die Stadt angreift, bitte, verschont meine Familie und mich. Versprochen, Rahab. Lass dieses rote Seil von deinem Fenster hängen. Es wird ein Zeichen sein, dass niemand in diesem Haus verletzt werden darf. Josuas Spione taten, wie Rahab ihnen gesagt hatte. Und nachdem sie sich 3 Tage in den Bergen versteckt hatten, liefen sie zurück zum Lager und erstatteten Bericht. Das hat Rahab uns gesagt, Josua. Alle in Jericho haben Angst vor uns. Wir können den König von Jericho schlagen. Da bin ich nicht so sicher, Aram. Er hat eine Menge Soldaten. Sie sind so klein. Lasst uns zu Gott beten und ihm danken. Er hat getan, was er versprach. Das gelobte Land gehört uns. Am nächsten Tag marschierten die 12 Stämme auf Kanaan zu. Aber wie Gott es Josua gesagt hatte, war es nicht einfach, in ihr Heimatland einzuziehen. Wie sollen wir den Fluss sicher überqueren? Bitte, Gott, gib mir Antwort. Das Wasser ist zu reißend. Wie sollen wir die Kinder und Tiere hinüberbringen? Habt keine Angst. Gott hat mir einen Weg gezeigt. Bringt die Bundeslade her. Josua dirigierte die Priester, die Bundeslade in den Fluss zu lassen und dort zu halten. Die Israeliten waren verwirrt. Was hatte Josua im Sinn? Das kann nicht sicher sein. Josua weiß nicht, was er tut. Erblickt die Macht Gottes. Vor den Augen der Menge geschah ein Wunder. Die Priester,
stemmten die Bundeslade hoch und Gott hielt das Wasser zu. Wie damals, als Moses das Rote Meer teilte. Dann ist es wahr. Gott ist mit Josua, so wie er mit Moses war. Ja! Hurra! Ein Hoch auf Josua! Das Vertrauen der Israeliten in Josua wuchs und wuchs. Sie wussten, dass sie nun den Fußstapfen Moses folgten. Josua, wähle 12 Männer, einen aus jedem Stamm. Sag ihnen, sie sollen 12 Steine aus der Mitte des Flusses holen, von dort, wo die Priester standen. Nehmt sie mit und legt sie dort ab, wo ihr heute Nacht ruhen werdet. In der Zukunft werden eure Kinder euch fragen, was die Steine bedeuten. Und ihr werdet ihnen sagen, dass das Wasser stillstand, als die heilige Bundeslade mit Gottes Hilfe den Fluss überquerte. Diese Steine werden die Israeliten immer daran erinnern. Eines Abends ging Josua nahe Jericho spazieren. Ich habe Gottes Anweisungen ohne Frage befolgt. Ich versuche, ein Führer zu sein, aber ich bin kein Soldat. Wie kann ich den König und seine Armee bekämpfen? Josua! Gott? Wie sollen wir den Feind bekämpfen? Ihr werdet weder Schwert noch Rüstung brauchen, Josua. Hab einfach Vertrauen in mich. Um die Armee Jerichos und seinen König zurückzuschlagen, müsst ihr Folgendes tun. Früh am nächsten Morgen ließ Josua die Israeliten eine lange Linie bilden. Vergesst nicht, folgt Gottes Anweisungen. Nicht ein Wort, kein Geräusch von keinem von euch. Zuerst kamen 7 Priester, die Widderhörner bliesen. Dann die Bundeslade. Dann die gerüsteten Männer. Sie marschierten einmal um die große Stadt herum. Das ist kein Kampf! Das ist eine Parade! Nun, ich schätze, wir haben gewonnen. Wann greifen wir die Stadt an, Josua? Das tun wir nicht. Morgen umkreisen wir sie wieder.
Was? Schon wieder marschieren? Und genau wie heute muss jeder still sein. Keinerlei Kriegsgeschrei. Die einzigen Geräusche dürfen von den Widderhörnern kommen. Und so marschierten die Israeliten um Jericho herum. Jeden Tag, 6 Tage lang. Und 6 Tage lang geschah nichts. Ihr Israeliten seid Narren! Und der größte Narr ist euer Anführer, Josua! Am Morgen des 7. Tages waren Josuas Leute ruhelos. Josua, du weißt einfach nicht, was du tust. Unser Volk will nicht mehr im Kreis herumgehen. Wir brauchen einen Soldaten als Führer. Ja, lass uns kämpfen. Ihr habt recht. Ich bin kein Soldat. Aber ich habe Vertrauen in Gott. Er hat Moses nicht verlassen und er wird auch uns nicht verlassen, solange wir ihm vertrauen. Dies ist der 7. und letzte Tag. Wer wird mit mir kommen? Ich gehe mit! Wir alle! Sagt allen, wir werden marschieren! Und so marschierten sie. Aber anstatt die Stadt nur einmal zu umkreisen, wie sie es in den letzten 6 Tagen getan hatten, sagte Josua ihnen, Gott wollte, dass sie 7-mal herumgingen. Und beim 7. Mal machten sie etwas ganz anderes. Schreit! Brüllt! Schreit, dass der Himmel euch hören kann! Schreit, dass Gott uns Jericho gegeben hat! Endlich! Jericho ist unser! Gott das gelobte Land! Ja! Hurra! Jericho! For 40 years we wandered through the desert sand, hoping we could find God's promised land. And now it's here before us, behind a fortress tall. But it will not be ours until we bring down the walls. Bring down the walls of Jericho. Bring down the walls. Lift your horns and blow. The sound we make is gonna shake this city to the ground. We'll see the promised land when the walls come down. We believe in God, that He is with us here. His power is much greater than that army over there. Our enemies are laughing, but their kingdom soon will fall. When we raise our voices, we will bring down the walls. Bring down the walls of Jericho. Bring down the walls. Lift your horns and blow. The sound we make is gonna shake the city to the ground. We'll see the promised land when the walls come down. So shout out loud, shout out strong. That wall around the city won't keep us out for long. Sing to God, one and all. That land that we were promised is right behind those walls. Bring down the walls. Mit ihren Stimmen, den Widderhörnern und ihrem Vertrauen in Gott eroberten die Israeliten Jericho. Josua,
Diese Leute haben uns geholfen. Rahab, ihre Mutter und ihr Vater. Du bist eine mutige Frau, Rahab. Gott hat dich und deine Familie beschützt wegen deines Vertrauens und deiner Hilfe an meinen Leuten. Können wir bleiben und euch beitreten, Josua? Nichts würde mich glücklicher machen. Ey, fass mich nicht an, Israelit! Ihr wagt es, mich so zu behandeln? Ich bin der König! Du warst der König. Als ich sagte, Gott hat uns dieses Land versprochen, hast du gelacht und mich einen Narren genannt. Wer ist jetzt der Narr? Ihr könnt doch nicht... Ja! Ja! Hat jemand Tomeb gesehen? Für dich. Perfekt. Meine Freunde, unsere Tage der Wanderschaft sind vorbei. Wir sind zu Hause. Nachdem Jericho erobert war, entwickelten die Israeliten sich weiter und weiter und erschlossen immer mehr Land. Ihre Tage der Wanderschaft waren vorbei. Dank Josua und den Israeliten, die Gott vertraut hatten. Am Anfang war Gott. Die Erde war finster und leer. Gott betrachtete die Oberfläche der Welt. Es war an der Zeit, dass etwas geschah. Es werde Licht. Und auf der Erde ward Licht. Ich werde das Licht Tag und die Finsternis Nacht nennen. Und so entstand erst die Dunkelheit und dann das Licht. Und dies war der erste Tag der Welt. Aber Gott hatte gerade erst begonnen. Die nächste Aufgabe war es, den Himmel über der Welt zu erschaffen und ihn mit Wolken zu bedecken. Und dies war der zweite Tag der Welt. Am dritten Tag schied Gott das Wasser vom trockenen Land. Und Gott erschuf all die Dinge auf der Welt. Er schuf Felsen und Berge, Täler, Wüsten und Strände. Er schuf große Inseln und er schuf kleine Inseln. Er schuf Ozeane und Meere, Flüsse und Seen. Aber es ging noch weiter am dritten Tag, denn Gott war noch nicht fertig. Es war an der Zeit, die Pflanzen zu erschaffen. Gott schuf hohe Bäume und kleine Büsche, Ranken, Farne, Blätter und Blumen. Gott gab all den Blumen verschiedene Größen, Farben, Gestalten und Düfte. Und Gott schuf all die Gräser und Pflanzen und Bäume, die Samen und Früchte hervorbringen am dritten Tag. Am vierten Tag erschuf Gott ein strahlendes Licht am Himmel, die Sonne, um den Tag zu erhellen. Und ein silbernes Licht, den Mond, um auch die Nacht zu erleuchten. Und als besonderes Detail gab Gott der Nacht Millionen und Abermillionen von funkelnden Sternen. Am fünften Tag schuf Gott die Wesen, die in dieser wunderbaren Welt leben sollten. Er schuf Vögel. Thank you.
und mehr Vögel. Und noch mehr Vögel. Und in den Ozeanen und Meeren und Seen und Flüssen schuf Gott Fische. Und die Ozeane waren angefüllt mit allen Arten der erstaunlichsten Wesen. War das Ende des dritten Tages. Aber es gab noch immer viel zu tun für Gott. Am sechsten Tag war es an der Zeit, all die anderen Tiere zu erschaffen. Es gab so viele Tiere zu erschaffen. Große Tiere. Und kleine Tiere. Es gab gepunktete Tiere und gehörnte Tiere. Jedes einzelne von Gottes Tieren war wunderschön. Und an diesem sechsten Tag tat Gott noch etwas anderes sehr Wichtiges. Gott erschuf den ersten Menschen. Und diesen Menschen nannte er Adam. Dann blies Gott den Atem des Lebens in Adam. Wo bin ich? Willkommen in der Welt, Adam. Wer bist du? Ich bin Gott. Sieh dich um. All die Pflanzen der Erde und all ihre Samen und Früchte schenke ich dir. Und all die Tiere, auch über sie gebe ich dir Macht. All dies ist dein. Nutze es, kümmere dich um alles und beschütze es. Sitz! Sitz bitte! Gott betrachtete, was er geschaffen hatte und war glücklich. Und am siebenten Tag ruhte Gott.
Ah, es ist sehr gut. Und Gott wollte, dass Adam an dem wunderbarsten Ort leben sollte, den es je geben konnte. Und so pflanzte Gott einen wunderschönen Garten, in dem Adam leben sollte. Er nannte ihn den Garten Eden. Gott ließ einen großen Fluss durch den Garten fließen. Und der große Fluss teilte sich in vier weitere Flüsse. Adam hatte in dem Garten alle Tiere zur Gesellschaft. Entschuldige. Hey! Adams erste Aufgabe war es, all den Tieren Namen zu geben. Die Aufgabe, die Gott mir gegeben hat, klingt nach reichlich Arbeit. Ich werde so beschäftigt sein wie die Biene hier. Ich muss mein Hirn ergründen und für jedes lebende, atmende Ding den richtigen Namen finden. Oh ja. You with the large brown spots. Eating from treetops, your neck is the biggest part of you. Twisting round so easily, I believe your name will be Stretchy. Now that's pretty catchy. Or perhaps Giraffe will do. The jungle must be long to one so fierce and strong. I shiver and tremble at your growl. So you with the flowing mane, I give you the kingly name, Rory. No, that fits you poorly. Maybe lion is fine for now. Those flippy flappy things, I think I'll call them wings. And creatures they're attached to will be birds. The redbreast will be robin, ostrich that big odd one. Parrot is the clawed one. Who repeats all my words? I'd say your fancy shell protects you very well, although it can slow you down a bit. So you with the scaly skin, I name you and all your kin Pokey. Nah, too hokey. No, your wordle be turtle. Yeah, just right. The swimmers in the sea will mostly fishes be, with whale and snail and lobster one and all. The orange one is goldfish, cod, the ice cold fish. Tadpole has the bold wish of one day being frog. The way you jump around, you hardly touch the ground, and scamper so fast you're just a blur. So you with the cottontail, you'll be known on every trail as Hopper. No, that's not proper. Oh, I have it, you're rabbit for sure. It's still early in the day, and I'm well on my way to naming every animal I know. Why, there's only half a million more to go. Du hast offensichtlich einen guten Freund. Ich möchte auch einen Freund haben. Oh. Es gab sehr viele Tiere zu benennen. Adam wurde sehr müde über der Frage, wie er sie nennen sollte. Und Gott schaute herab auf Adam, der im Garten schlief. Und Adam sah sehr einsam aus. Und Gott entschied, dass Adam jemanden zur Gesellschaft brauchte, jemand, mit dem er leben konnte.
Gott beschloss, dass es an der Zeit war, eine weitere Person zu erschaffen, und so schuf Gott die erste Frau. Was? Hallo. Hallo, Mist. Wo bin ich? Du bist in Gottes Garten, dem Garten Eden. Es ist sehr schön hier, du wirst sehen. Das sind meine Freunde. Das ist ein Affe und das ist ein Hund. Und das ist, ich hab dir noch gar keinen Namen gegeben, oder? Hey, ich schätze, du brauchst auch einen Namen, oder? Wie gefällt dir Eva? Oh, das ist sehr hübsch. Eva, es gefällt mir. Und mir gefällt dieser Ort. Mir auch. Weißt du, Gott hat diesen Garten für mich gemacht. Ich meine für uns, um darin zu leben. Und alles ist sehr hübsch und du kannst alles essen, was du willst. Nicht und ganz. Wer war das? Das war Gott. Oh. Er hat uns erschaffen. Es gibt eine Frucht im Garten, die ihr nicht essen dürft. Tatsächlich? Dies ist der Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Ihr könnt alle anderen Früchte des Gartens haben, aber die Früchte dieses Baumes dürft ihr nicht essen. Okay, Baum der Erkenntnis von Gut und Böse. Nicht essen. Auf gar keinen Fall essen. Richtig. Alles andere in diesem Garten ist okay, aber nicht von diesem Baum. Auf keinen Fall von diesem Baum. Richtig. So lebten Adam und Eva glücklich im Garten Eden. Bis eines Tages. Ich bin so froh und das Leben ist schön, die Früchte, Bäume pflücken zu gehen. La 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 la. Hallöchen. Oh, du hast mich erschreckt. Hallo. Wie nennt man dich? Nun, ich bin eine Schlange. Schön, dich zu treffen. Es ist auch schön, dich zu treffen. Schöner Tag, nicht wahr? Ein sehr schöner Tag. Schöner Baum, nicht wahr? Ein sehr schöner Baum. Schöne Früchte. Ich muss jetzt gehen. Nein, musst du nicht. Wir lernen uns doch gerade erst kennen. Du willst doch meine Gefühle nicht verletzen, oder? Nein. Gut, ich möchte, dass wir sehr gute Freunde werden. Nun, wie schon gesagt, schöne Früchte, nicht wahr? Du kannst sie essen, weißt du? Was essen? Du weißt, wovon ich spreche. Die Früchte dieses Baums. Du kannst sie essen. Oh, die Früchte? Von diesem Baum? Nein, die kann ich nicht essen. Sicher kannst du. Es ist einfach. Sie sind köstlich. Wir dürfen diese Früchte nicht essen. Gott hat es verboten. Gott sagte, wir bekämen große Schwierigkeiten, wenn wir diese Früchte essen.
Nein, ihr bekommt keine Schwierigkeiten. Gott will bloß nicht, dass ihr diese Früchte esst, weil ihr schlau werdet, wenn ihr es tut. So wie Gott. Was ist los? Bist du ein Huhn? Ich bin kein Huhn. Also dann, warum versuchst du es nicht einfach? Nur einen winzig kleinen Bissen. Gott wird es gar nicht merken. Und diese Früchte, kann ich dir sagen, sind unglaublich. Nein, ich kann wirklich nicht. Ich sag's ihm nicht. Versuch sie. Naja, wenn sie mich nicht töten und ich davon schlau werde. Vielleicht nur ein ganz kleines Stückchen. Eigentlich nur ein bisschen knabbern, nicht richtig abbeißen. Nein, wie schlimm kann das schon sein? Wow. Ziemlich gut, was? Ich muss Adam davon erzählen. Adam! Adam! Du errätst nie, was gerade passiert ist. Was? Weißt du, die Früchte? Welche Früchte? Du weißt die, die wir nicht essen sollten. Was ist damit? Du hast doch nicht... Hast du? Hab ich. Eva, wie konntest du nur? Adam, sie sind köstlich. Du musst sie auch probieren. Diese Schlange da drüben hat mir alles darüber erzählt. Ich habe nur ein winziges Stück abgebissen. Eva, wir kriegen Probleme, wenn wir diese Früchte essen. Ich habe keine gekriegt, oder? Ich schätze nicht. Nimm nur einen kleinen Bissen. Gott sieht es wahrscheinlich gar nicht. Nun mach schon. Ich weiß nicht. Sie war gut. Aber plötzlich habe ich irgendwie Angst. Ich fühle mich einfach so, ich weiß nicht, irgendwie so nackt. Meine Güte, ich bin ja nackt. Herrje, ich bin ja auch nackt. Puh, das ist besser. Was haben wir uns nur gedacht? Oh, oh. Ich glaube, Gott kommt. Wir stecken in Schwierigkeiten. In großen Schwierigkeiten. Ich glaube, jetzt werden wir was erleben. Wir verstecken uns besser. Adam, Eva, was macht ihr da? Wir, verstecken uns. Warum? Wir wollten nicht, dass du uns siehst. Wir haben etwas Schlimmes getan. Wir hatten Angst. Woher wisst ihr von diesen Dingen? Habt ihr vom Baum der Erkenntnis von Gut und Böse gegessen? Naja, ja, aber es war ihre Schuld. Sie hat mich dazu überredet. Es war nicht meine Schuld. Die Schlange hat mich dazu überredet. Das ist schlimm. Ihr habt mir nicht gehorcht. Es tut uns leid. Es tut uns wirklich leid. Ich sorge mich nicht. Was kann mir schon passieren? Du Schlange sollst auf den Bauch kriechen und Staub fressen, dein Leben lang. Du wirst die Menschen fürchten und die Menschen werden dich fürchten. Das ist deine Bestrafung für alle Zeit. Und ihr, Adam und Eva, da ich euch vertraut habe und ihr mich missachtet habt, müsst ihr den Garten verlassen. Euer Leben hier war einfach, aber draußen wird es das nicht mehr sein. Ihr werdet hart arbeiten müssen und eure Kinder werden ebenfalls hart arbeiten müssen. Ihr werdet lernen, was es heißt, Leid und Schmerz zu ertragen. Hier habt ihr Gewänder, die euch warm halten werden, nachdem ihr den Garten verlassen habt. Nun geht. Stellte einen Engel mit einem flammenden Schwert vor den Eingang des Gartens, damit Adam und Eva niemals zurückkehren konnten. Aber obgleich Adam und Eva ihn missachtet hatten und obgleich sie den Garten hatten verlassen müssen, liebte Gott sie noch immer.
Es tut mir leid, Eva. Mir tut es auch leid, Adam. Ich glaube, jetzt sind wir ganz allein. Nicht wirklich allein. Und so begann Adam und Evas neues Leben außerhalb des Gartens. Von dieser Zeit an war ihr Leben geprägt von Freude und Trauer, guten und bösen Dingen. Aber obgleich sie niemals in den Garten zurückkehren durften, ließ Gott Adam und Eva nicht im Stich. Gott wachte immer über sie, wo immer sie hingingen, für alle Zeit.